Hallo zusammen, ich bin Bösegummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Rise and Fall, das Hedwigs Vermächtnis-Szenario. Ich habe mir dazwischen eingeschaut, ich hätte ja auch mit den zwei anderen spielen können. Und die hatten teilweise Spezialfähigkeiten, die mir wesentlich mehr zusagen als die der Zivilisation, die ich jetzt gerade spiele, aber it's okay. Ich habe mir auch gedacht, ob wirklich so viele Siedler bauen das Intelligenteste ist, wenn wir ja nur 60 Runden spielen. Wir sind auch gerade erst in Runde 8. Vielleicht macht's Sinn, vielleicht macht's keinen Sinn. I don't know. Wir müssen ja besser sein im Punkt als die. Sehe ich da irgendwo die Punkte? Actually, Punkte. Okay, I'm leading in Points. Das ist, was ich machen muss. Und es kommen, ich meine, wie gesagt, ich kenne mich noch nicht aus. Ich weiß jetzt, dass von da oben solche Leute kommen. Ich weiß nicht, ob ich meine eigenen Leute hier, ob ich die hier verteidigen soll oder nicht. Weil ich muss ja gegen sie gewinnen, oder? Oder muss ich jetzt auch gegen die gewinnen hier? Barbarenland-Siedler, aha, ich muss wahrscheinlich auch gegen die hier gewinnen. Die jetzt da einfach plötzlich da so reinlaufen. Okay. Okay, I get it. I think. Okay, wer ist jetzt hier? Also, tut die goldene Horde dann hier auch siedeln? Alles Fragen über Fragen. Wer weiß. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, die Frage ist jetzt, was ich mit dir hier anfange. Das ist gut, dass ich das Lager hier gebaut habe. Ich weiß nicht, ja, gehen wir dich da mal verteidigen? I don't know. Söldner haben wir relativ bald. Ein bisschen mehr Produktion hier. Wir schauen uns auch mal hier ein bisschen um. Okay, da gibt es auch nette Städte. Da ist es wichtig, dass ich hier den nächsten Armutsschützen baue gerade. Ja, es ist ja schon sehr unangenehm hier. Der Deutschritte. Ja, aber die ist doch schon vorher auch eingetroffen. Das sind... Sind das die Deutschritte? Deutschritte, ja, das sind ziemlich viele. Da ist die Goldene Horde. Wieso sagt niemand was über die Goldene Horde, die mich hier zerstören will? Alle reden nur über die Deutschritte. Ich habe weniger Angst vor dir gerade als vor dir. Du tust da meinem armen kleinen Bezirkchen weh. And that is not okay. Okay, schauen wir mal da unten hin. Da unten wäre schon schöner zu bauen. Nur ist halt weiter weg. Wir können da zwei Städte bauen. Aber ich muss halt, wie gesagt, ich muss auch genug Militäreinheiten bauen. Okay. Du solltest, wenn es geht, nicht draufgehen, wobei dieser Reiter ist relativ nah. Auch ein bisschen Angst um dich. Wir brauchen definitiv auch mein Lager, glaube ich. Um uns hier gescheit zu verteidigen. Gegen diese Monster. Ich kann da jetzt leider gerade nicht drauf. Aber warte mal, du müsstest doch das hier machen, aber du kannst da auch nicht hin. Okay, wir müssen jetzt leider mal kurz ausharren. Kann ich da rein? Nein, ich darf da trotzdem nicht rein. Verteidig dich da mal da oben, Vilnius, okay? Okay, jetzt kommen alle dahin. Ja, du hast meine Pferde gekillt. Ja, unangenehm. Ich meine, das sind... Sollten die nicht? Oh, die sterben aber nicht so schnell, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja, du chillst mal hier. Du kannst das danach alle wieder reparieren, wenn wir fertig sind. Sieht hier, nicht, hier unten unglaublich nett aus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Wir könnten hier eine Stadt hinbauen. Dann irgendwo hier hin. Ist das jetzt hier bitte ein Holzfäller? Ja, ein Sägewerk, meine ich mit Holzfäller. Okay, so viele Handwerker brauche ich hier gar nicht, weil ja der Sumpf alleine schon ziemlich geil ist für mich. Ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt auf 8 kommen geben muss, dass... Wer ist das, ein Barbarenlandsiedler bist du? Dass die hier nicht zu schnell aufgefressen werden. Oder wie sehr ich mich um meine eigene Haut kümmern sollte. Ich meine, schon ziemlich. Holy fuck, sind das viele Einheiten. Ich kriege bald wieder einen Armbrustschützen, das ist mal gut. Und er hat noch keine Fernkämpfer hier, das ist auch gut. Aber ansonsten ist alles vielleicht nicht ganz so gut. Wie viel Gold haben wir? 207. Könnte ich hier noch einen Siedler bauen? 80 Gold. Vielleicht kaufe ich mir hier bald nochmal einen Siedler. Geht! Okay, ich meine, die machen fast keinen Schaden. Ich bin mal zuerst dafür, die Fernkämpfer zu killen. Und die sollten auch relativ... Okay, du brauchst jetzt mal ganz kurz deine... Solltet sie nicht sterben? Gott damit, haltest du viel aus. Okay. Das wäre mal hin, das ist gut. Lass den gleich mal hier runterlaufen. Ich habe ein bisschen Angst. Ist da was? Ein Schwertkämpfer. Das ist mal da, wenn das die goldene Horde. Okay, okay. I see.
Ich meine, das bringt schon sehr viel. Der Händler wäre auch geil. Ich brauche aber Militäreinheiten auch irgendwie. Machen wir das kurz. Santi schicken. Bin jetzt zuerst Richtung... Ich glaube, wir müssen auch in die Richtung gehen. Ehrlich gesagt, wir brauchen wahrscheinlich eh mehr Lager. So ich das Verteidigungstechnische sehe. Okay, nächstes Mal haben wir noch einen weiteren Armbrustschützen. Dann sollte es schon ein bisschen besser gehen. Ich hoffe, die laufen nicht hier rauf. Du kommst auch einmal wieder hier runter. Ich bin so unentschieden, wie ich das hier wirklich machen soll. Aber ich meine, es ist auch klar, weil ich es zum ersten Mal spiele und keine Ahnung habe, wie das Szenario eigentlich läuft. Okay, das ist Katapult, das ist ein großes, großes Problem. Also noch mehr, es kommen die ganze Zeit noch mehr Deutschritter, oder wie sehe ich das? Einfach immer mehr Horden an Deutschrittern. Right. Ja, das Katapult muss sterben. Es muss sterben. Okay. Ihr solltet sterben. Nicht ganz so wichtig wie das Katapult, aber trotzdem nett wäre es halt schon. Wir haben unsere Flügelhusaren in zwei Runden. Ich könnte kurz einmal Stallungen reinbauen, oder? Damit die Flügelhusaren dann richtig geil Sinn machen. Ich gehe über hier runter, das ist glaube ich ganz okay. Da hat er jetzt einen Siedler gebaut. Okay. Du kommst da runter. Ich weiß nicht, was genau die KI hier, also meine KI-Verbündeten genau aufführen. Aber ich meine, meine KI-Verbündeten haben alle bisher nur eine Stadt. Also meinen KI-Verbündeten bin ich ziemlich überlegen gerade. Ich glaube, die Barbaren sind das größere Problem. Das sind eigentlich noch drei Aufladungen und hier nichts mehr wirklich zu tun. Das bringt nichts, da Bewässerung da aufzubauen. Ich glaube, die Idee mit der Religion war keine schlechte. Mit dem Sumpf hier. Vor allem, wenn wir jetzt alle die gleiche Religion haben, dann bringt das nur mir was, dieses Pantheon. Weil ich auf den Sumpfstädten hocke und meinen KI-Verbündeten nichts. Was ja was bringt, wenn wir in Sachen Punkte miteinander konkurrieren. Sachen Punkten. Wenn man den Fall richtig bilden will. Okay. Nein, das ist noch nicht so schlimm hier. Das könnte schlimm werden, wenn sie den Rambock daneben kriegen. Aber zuerst... So schlimm soll es auch nicht werden. Ich glaube, wir können diesem Ansturm hier mal trotzen. Killen mal beide Fankämpfer weg. Du kommst weiterhin dahin, du sollst jetzt hier bitte aus dem Weg gehen. Ich meine, wir können uns hier auch noch... Oh fuck, da kommt noch wer. Da kommen jetzt die Osmanen auch noch da. I see. Was haben die für... Die haben irgendwas, was mir nicht gefällt. Okay, das ist die Stadt da unten, ist möglicherweise unrealistisch. Janitschar sind insane, oder? Nehme ich mal an. Was sind das für... Zeig mal, Janitschar. Heilt bei Vernichtung einer feindlichen Einheit. Nicht geil. Nahkampfstärke 55. Was haben wir hier für Fernkampfstärken? 40. Was hat mein fliegender Husar? Oder wie heißt du? Flügelhusar, sorry. Flügelhusar. Nahkampfstärke ebenfalls 55. Okay. Und wendiger. Ist also halb so schlimm. Oder hat es einen Vorteil gegen Berittene? Da stand aber nichts davon. Ja, Ninja. Nahkampf, nicht Anti-Kavallerie. Nein, das heißt, wir sollten damit den Flügelhusaren eigentlich gut bedient sein. Okay. Gut, jetzt ist halt der Schatz hier. Nicht, wo baue ich jetzt die blöde Stadt hin? Weil da runtergehen ist jetzt für den Moment ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist gut, dass wir auf die Flügelhusaren gegangen sind von Anfang an. Wenn die Stallungen in zwei Runden fertig. Wir können ja auch eh nur noch mal reparieren, wenn die ganzen netten Berli mal tot sind. In zwei Runden haben wir das fertig. Ich meine, du kannst dich schon ein bisschen mehr hier umschauen. Ja, es ist von hier kommen die Osmanen. Mhm. Für den Moment zumindest. Es kommen einfach immer neue, nehme ich an, die man abwehren muss. Ich weiß nicht, ob die selber auch siedeln. Oder. Weil da sind Barbarensiedler. Aber vielleicht haben die den einfach nur geklaut. Vielleicht. Ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich. Das heißt, wenn ich hier so rum spekuliere, ist es vielleicht ein bisschen fad, die genau wissen, wie das Szenario funktioniert.
Ich brauche jetzt nicht die Verbesserung für den Moment. Nah, Fern- und Kavallerieeinheiten, Mittelalter und Renaissance. Gotta do this, right? Kolonisierung. Na, ausgebildete Handwerker. Dabei lassen wir es mal drin, aber später ist das, glaube ich, nicht mal mehr so wichtig. Okay, ja, ich meine, du stirbst, glaube ich, so oder so, um ganz ehrlich zu sein. Du kommst da mal hier rüber. Wir werden das hier mal kurz erledigen. So, und danach den Rambock fertig zu machen. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass ich hier nie zum Reparieren komme und dass sie mich so irgendwie niederkriegen. Das ist die Frage, was ich das nächste Mal... Ah, ich kann auch... Ich kann... Dings wechseln, oder? Weil ich die Monarchie von Anfang an zur Verfügung habe. Will ich lieber Handelsrepublik? Vielleicht will ich Richtung Nationalismus als erstes, aber es dauert eh auch zu lange. Da ist das Szenario schon fertig. Ich frage mich, ob ich Richtung Handelsrepublik will oder nicht. Na, weil ich kriege ja Joker-Politiken für die. Und ich sollte jetzt wechseln. Jetzt habe ich es aber schon anders gemacht, oder? Kann ich nicht mehr wechseln? Doch, kann ich noch. Ja, weil wir kriegen aber viel mehr. Wir kriegen einen Haufen Joker-Politiken, oder? Warte mal, war das was anderes? Ich kriege eine Joker-Politik. Okay, das heißt, ich kriege keinen... Jetzt darf ich nicht mehr... Nein, ich meine, geil, jetzt darf ich nicht mehr in Politik wechseln, doch. Das habe ich wahnsinnig schlau gemacht. Extrem schlau habe ich das gemacht. Ich hatte es vergessen, es hat mir jemand in... Oh, doch, okay. Es hat mir jemand in den Comments gesagt, ich kann gleich am Anfang auf Monarchie gehen, was ich natürlich auch hätte machen sollen. Ich habe es noch nicht gesehen. Kavallerieabwehr. Ja, wir haben das auch noch rein. Damit wir die Flügelhusaren auch schneller bauen. Du musst eigentlich nicht hier hin. Ganz ehrlich zu sein mit dir. Geht das momentan gar nicht, und? Ja, ich meine, die rennen sich weiterhin hier den Schildern. Die Armee der Deutschritte, aber das sind doch nicht... Da werden aber nicht mehr. Meinen Sie die Osmanen mit den Deutschritten, oder? Oder sind das Deutschritte? Nein, das ist polnischer Adelkatapult. Die wollen da Wien und so angreifen. Lass doch mal Wien in Ruhe erst. Wien ist voll friedlich. Da hat niemandem was getan. Die Habsburger heiraten nur. Ja. Das wird mal geholt. Du wirst mal gekillt. Und du ebenfalls. Dann gehen wir da jetzt mal Pferdel reparieren. Ich müsste eigentlich kurz... Geht sich das aus? Nein, dabei nicht. Ich glaube, dann machen wir jetzt mal kurz ein paar Flügel. Ja. Ein paar von denen. Dann sind wir dem Ganzen ein bisschen besser gewappnet hier. Oder stehen wir dem Ganzen etwas besser gewappnet gegenüber. Ich habe trotzdem irgendwie Bock, noch mehr Siedler rauszuhauen. Wir haben da mal einen Siedler raus. Ich weiß nicht, ob das so anders ist als das normale Spiel, dass Siedler wirklich nicht mehr so wichtig sind. Das sind mal Runde 15. Doch, Siedler sind schon noch wichtig. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ich will trotzdem irgendwie drauf spechteln, dass ich eine Stadt hier unten noch bekomme, auch wenn ich sie jetzt noch nicht bauen kann. Du kannst da noch ein Sägewerk bauen? Diplomatischer Dienst. Okay. In welche Richtung habe ich mir... Was mache ich jetzt eigentlich? Ich gehe in Richtung Aufklärung und Nationalismus. I guess so. I guess so. Für die Korpse. Ich meine, ja. Ist dann eigentlich schon fertig, aber... Okay, wir bauen den Flügelhusar. Yeah, die holen sich jetzt da unten die Stadtstaaten. Oder zumindest ist das deren Plan. Ist das repariert? Ja, geh mal das machen. Wir haben hier recht viele... Ja, du kriegst jetzt auch mal deine Verbesserung an die Flügelhusaren. Ja, ich wollte hier die Stadt bauen, oder? I think so. Nimm mir die Stadt. Dann brauchen wir da wahrscheinlich auch noch einen Siedler. Wir haben von Anfang an die Mauern, nur keine mittelalterlichen. Ich brauche hier nicht unbedingt auch noch einen Handwerker, weil ich einen rüberschicken kann, glaube ich, später. Vielleicht baust du einfach auch noch einen Siedler? Oder wir bauen hier ein Lager um, wobei da unten... Wobei hier ein Lager wäre nicht so schlecht. Actually, möglicherweise. Bau mal hier ein Lager, weil hier müssen... Das ist die eine Seite, wo die Osmanen raus können. Und wir brauchen wahrscheinlich einen weiteren Arbeitsschützen hier drüben, wenn es geht. Nicht mal trotzdem ein bisschen sehen, was hier abgeht. Okay, das sind nur die beiden momentan. Schnelle Bewegung, Hügelgelände und chill hier mal kurz. Du baust dir das ab. Ich meine, okay, was sind das für Barbaren? Ruß.
Die brennt jetzt einfach direkt zu mir, das finde ich etwas unsympathisch von ihnen. Seid ihr mit denen nicht im Krieg? Doch, oder ihr seid ja verbündet. Könnt ihr bitte schlägern? Und nicht direkt zu mir laufen? Ich finde das sehr nett. Okay, das sind die Russ. Aha. Okay. Ja, da stehen immer noch die rum. Das müssen wir jetzt gerade eigentlich nicht unbedingt machen. Du kommst hier rüber. Wo sind denn da die? Da sind die Osmanis. Ein Flügelhusan, zwei Flügelhusan, ein paar Flügelhusan da unten wären vielleicht nett. Und dann schon noch ein Siedler. Wir bauen momentan hier einen Siedler. Ich glaube, ich baue hier noch einen Siedler. Und hier haben wir das Lager schon schön fertig. Und die Stallungen. Da können wir jetzt kurz einmal ein paar Flügelhusan raushauen. Das ist, glaube ich, für die lange Sicht eine gute Idee ist. Ist das sonst noch irgendwas Interessantes? Da ist nochmal ein Rüsttyp. Du baust da mal das hier an. Wie schauen wir mit Punkten momentan aus? Nein, immer noch nicht allzu schlecht für mich. Wir bauen Siedler, aber irgendwie fangen sie mit den Siedlern nichts an. Ich nehme mal an, weil ihnen die ganze Zeit die geklaut werden. Ja, mit der goldenen Horde. Nochmal? Ich dachte, die war. Wahrscheinlich sind gerade nochmal welche angekommen. Am Rand der Karte oder so? Sonst verstehe ich die Nachrichten hier gerade nicht ganz, muss ich zugeben. We take a pot shot. Flügelhusar, wie gut machst du dich gegen die? Ziemlich gut. Sehen wir auch gleich, was los ist. Und du kriegst mal ein bisschen Erfahrung hier. Du stößt den auch zurück, genau. Wir können das immer noch nicht machen. Why though? Vier Runden für den fucking Flügelhusar, wieso brauchst du so lange? Mach mal ein bisschen schneller. Ja, du musst das hier auch verbessern, gell? Wir sind jetzt soweit fertig, oder? Es sind noch zwei Aufladungen, du kannst eigentlich auch zu den netten Berlin hier unten gehen. Du kommst dahin. Ja, da kommen die Russ daher. Ich meine, irgendwann bräuchten wir hier eigentlich auch ein Lager. Wobei eigentlich, da habe ich jetzt gerade gesagt, wir bauen hier noch einen Siedler und ich glaube, das machen wir auch. Ein bisschen größer werden. Kann nicht schaden. Und hier gehen wir jetzt wie? Ich habe immer noch keinen einzigen Campus. Wir gehen Richtung Ballistik. Ich bekomme wahrscheinlich nicht mal mehr zu Kosaken, außer ich I up my Campus Game. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt unbedingt machen sollte oder ob ich nicht einfach Einheiten rausfetzen soll bis zum geht nicht mehr. Aber vielleicht beißt mir das am Schluss in den Arsch, weil die da mit modernen Einheiten kommen oder so. Ja, okay, da ist mein Speer gestorben. Das ist nicht sonderlich überraschend, wenn man ganz ehrlich ist. Rosshanisch gefällt mir gut. Warte mal, nimm mal dich vielleicht. Bist du wirst schon jetzt befördert. Nein, dann nimm mal dich. Und du kriegst deine Beförderung. Mehr Armbrustschützen wäre definitiv auch nicht verkehrt. Mehr Armbrustschützen sind nie verkehrt. Aua. Das Lager hier ist gleich fertig. Will halt immer noch hier eigentlich. Ich meine, hier ein. Da ein Camp. Nach dem Lager sollte ich. Ah, ich werde nach dem Lager. Ich hätte da vielleicht kein Lager bauen sollen. Ich werde nach dem Lager keinen Campus reinhauen können, weil wir nur einen Bezirke machen können, so klein wie das momentan ist. Leichter Fehler. Nee. Not so smart by me. Kommst du mal hier? Hier hat man Schießpulver. Brauche ich aber für die Kanonen gar nicht. Brauche ich dich für die Bombarden. Und ich weiß noch nicht genau, was ich eigentlich einnehmen will. Ich will eigentlich nur verteidigen, oder? So wie ich das sehe. Ich muss auch immer wieder schauen, ob ich hier nicht. Ich kann es nicht machen. Ich hau kurz vorher die Außenverteidigungsreparatur jetzt rein, weil ich sehe da schon die nächste goldene Horde ankommen. Ich glaube, wenn die Nachricht kommt, sind sie am Ende der Karte oder am Anfang, also am Rand der Karte. Und dann kommen sie daher. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich will dich lieber da zuerst drüber kommen lassen, ganz ehrlich. Sonst entblößt sich da mein Flügelhusar ein wenig zu sehr für meinen Geschmack. Ja. Ich meine, einer von euch muss schon hier rüber, sich da in das Lager hauen und dann da schön drauf schießen können. Du kannst jetzt keinen Campus bauen, nehme ich stark an, ja. Den Rest da brauche ich noch nicht wirklich. Vielleicht baust du mal noch einen Händler, dann haben wir noch eine Straße, ein bisschen bessere Mobilität. I don't know, das hört sich noch eine gute Idee an. Aus Tinshägewerk. Alright. Alright, soweit. Runde 20 sind wir. Sehr schön, ein Drittel. Es geht so schnell mit diesen Szenarien. Weil vielleicht mehr über einzelne Entscheidungen nachdenken, als ich es gerade tue. Momentan. Ja, momentan unter Anführungszeichen schaut es nicht so schlecht aus, wobei ich mir gesagt. Der Russ ist eingetroffen. Ist das jetzt noch eine neue? Ja. Oder? Weil, ja, wahrscheinlich ist da gerade noch eine gekommen. Ich glaube, die werden einfach immer ärger, diese Barbaren. Und irgendwann werden wir alle überrannt.
So stelle ich mir das momentan vor. Es kann nicht so chillig bleiben, wie es momentan ist. Ja, weg mit dir. Du bist nicht tot. Kannst du bitte sterben wie ein normaler Mensch? Okay, du hast zumindest den Rossanisch. Das heißt, der Armbrustschütze tut dir nicht zu weh, wie er dir wehtun könnte. Du kannst, bist du auf einem Hügel? Das ist ein Hügel, oder? Ja. Das, du kannst auf mich schießen. Das geht gar nicht. Hast du einen zweiten gebaut? Nein, du hast gerade das fertig gesagt. Du brauchst jetzt bitte den zweiten Flügel. Husar fertig. Wir müssen auch die Flügel Husaren bauen, weil es einfach, ich meine, stilistisch gesehen gehört sich das so als Polen, finde ich. Jetzt könnte man noch ein Lager bauen und einen Armbrustschützen. Ich glaube, der Armbrustschütze ist kurz wichtiger. Oder das Lager. Ja, machen wir langsam auch leichte Sorgen. Ich glaube, wir brauchen mal zumindest in jeder Stadt einen Armbrustschützen. Für Verteidigungszwecke. Du brauchst da mal einen Steinbruch. Okay, wir haben wieder 21 Minuten gespielt. Puh. Tut mir übrigens leid, dass gestern keine Folge rausgekommen ist. Ich war schlicht und einfach zu krank, um mich hinzusetzen. Jetzt geht's schon ein bisschen besser. Ich hoffe, wir haben das Spaß gemacht, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.